Unter dem Titel Längst vergessene Straßenbahnen startet Tram TV ab 2012 eine neue Filmreihe. In ihr werden historische Aufnahmen aus Städten und Gemeinden gezeigt, die schon lange den Straßenbahnbetrieb eingestellt haben. Den Auftakt bilden die Linie Esslingen, Nellingen, Denkendorf, die Sie hier bereits sehen, und der Betrieb in Reutlingen. In Esslingen fahren bereits seit 1978 keine Bahnen mehr. Sie waren als Überlandbahn unterwegs. Die Verbindung galt als eine der schönsten Straßenbahnstrecken in Deutschland. In unserem Film zeigen wir Ihnen unter anderem sensationelle Bilder aus den 1930er Jahren, die vorher öffentlich noch nie zu sehen waren. Einige der Triebwagen haben in Museumsbetrieben überlebt. Den TW12 hat es sogar bis nach Südtirol verschlagen. Er ist dort bei der Rittnerbahn tatsächlich noch im Plandienst unterwegs. Natürlich wurden alle Bilder aufgefrischt und digital nachbearbeitet. Und wie immer erfahren Sie bei uns alles Wissenswerte über Geschichte, Technik und Wagenmaterial der vorgestellten Betriebe. Nicht nur in Esslingen, Nellingen und Denkendorf trauerte man am 28. Februar 1978. In ganz Deutschland waren Straßenbahnfans betroffen, als der Betrieb endgültig eingestellt wurde. An dieser Stelle noch einmal eine Bitte an Sie. Wenn Sie historisches Filmmaterial besitzen oder wissen, wo so etwas liegt, dann teilen Sie uns das bitte mit. Wir kümmern uns darum. In Reutlingen war 1974 Schluss mit der Straßenbahn. Dieser kleine Betrieb hatte es auch nicht verdient, eingestellt zu werden. Er war eine wunderbare Mischung aus Überland- und Stadtbahn. Hauptsächlich bestand das Wagenmaterial aus älteren Fahrzeugen, aber es wurde nach dem Krieg bis in die 70er Jahre hinein auch noch zugekauft. Ein Waggon aus dieser Reihe dient übrigens als Logo von Tram TV. Freuen Sie sich also auf längst vergessene Straßenbahnen. In dieser Reihe werden aber nicht nur Filme aus Süddeutschland gezeigt, auch ein Bericht über Kiel ist in Vorbereitung.